So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der nächsten Mission. Und zwar fangen wir heute an mit dem nächsten Teil. Zur See verbindet den Hafen mit deinem Streckennetz. Eigentlich erklärt sich alles auch selber. Und zwar, wir brauchen jetzt als erstes erstmal zwei Routen, nämlich über Schafetterfield, Harbor und Astra Park. Eigentlich soweit klar, oder nicht? Ja, doch, ne? Wir nehmen jetzt diese Haltestelle einmal Tor. Harbor und Astra Park. So. Wir brauchen ja nicht unbedingt. Wir fahren. So, nehmen wir den Pier und fahren zum Astra Park. Ja, soweit eigentlich klar. Ne, wir nehmen diese Haltestelle hier. Komm. Wir brauchen ja Nummer 1. So, Route erstellen. Wir brauchen sie ja nicht fahren. So, wie gesagt, Schawetter fehlt. Wir nehmen die Kreuzgasse. Wir nehmen den Pier 3. Oder? Warte mal. Ne, wir nehmen hier die Haltestelle, komm. Pier 3 und fahren vom Astra Park aus hier. Wir nehmen das Forschungszentrum. Bam, Aufgabe erledigt. So schwer war es jetzt nicht. Nächste Aufgabe ist es, einen Zahltag zwischen auf einer Route zwischen Siegfalden, Hoogwil und Harbor. Aber müssen wir erstmal auf drei, müssen wir dann erstmal auf zwei schaffen. Das ist so, warte mal. Ich wollte jetzt kurz auf den Hafen gucken. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir müssen die Haltestelle. Eigentlich auch nicht schwer. Die Verwaltung. Ja. Gut, ist nicht schwer. Wir bauen sie einfach komplett alle mal mit ein in eine Route. So, heute sagt er auf eine Route zwischen Siegfalden und Harbor. Fangen wir an. Wir nehmen jetzt alles mit. Wir nehmen jetzt einmal alles mit rein. Warte mal. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor wir es jetzt irgendwie machen. Wir nehmen die. Fahren. Wir nehmen einfach die alle mit rein. Wir nehmen sie alle mit rein. So. Siegwalden und Oakville. Siegwalden ist hier. Wir nehmen Siegwalden mit rein und fahren dann weiter von dort aus nach Oakville. So, wir nehmen das alte Sägewerk noch mit rein, aber das ist jetzt gerade so ein bisschen vorgeplärrt. So, verbessere die Ruhr. Die Schufa hat in Ruhe. Warte mal, wir machen es anders. Wir nehmen die Route, die wir jetzt gerade erstellt haben, und hängen da einfach drei Haltestellen mit dran. So. Ist ja nicht das Problem. Das ist die 7. Was am Ende da rauskommt, wissen wir, ist es egal. Ne, die kann keine weitere schlucken. Die Arbeitergasse kann auch eine schlucken. Nehmen wir das Amber. Wenn er es lässt, wäre die Nummer 9, ne? Wenn ich, oder? Ne, Amber Tor ist die 10. Ja, dann hätten wir sie, glaube ich, alle, ne?
Nehmen wir die hohe Straße mit dabei und lösen damit auch unten das letzte Stück. Und dann ist es eigentlich kein Problem. Wir brauchen nur diese Route zu fahren. Wir haben alle Haltestellen mit drin. Wir haben Sigwald mit drin. Wir haben Oakville mit drin. Und wir haben Harbor mit drin. Also bauen wir sie jetzt um. Wir haben ein bisschen Kohle auf der Hand. Ich werde für diese Route einen neuen Bus kaufen. Und zwar einen. Gucken, was wir haben. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen Zeit dazwischen habe. Das ist ja nicht das Problem. Wir müssen jetzt eigentlich nur die Route abfahren und damit Harbor eigentlich auf 2 bringen. Deswegen habe ich einfach mal einen Harbor kurz an der Haltestelle reingehauen. Ich gucke gerade, was wir hier so haben. Man wussten noch 150.000. Das könnte natürlich ganz. Der würde uns 280.000, aber dann habe ich doch 1.800. Dann kann ich mir nicht mehr allzu viel leisten. Deswegen spart ich. Wir werden einen weiteren Citaro kaufen. Ja, das ist das günstigste Modell. Für 100.000. Und das lässt uns ein bisschen Spielraum offen für den Fall, dass wir die Strafe zahlen müssten. Wir können zwar ins Minus gehen, das ist nicht das Problem, aber ich muss es nicht unbedingt riskieren. Wofür auch? Ich brauche jetzt keine Testfahrt zu machen, ich kenne das Fahrzeug auswendig. Ich bin jetzt in Real Life schon gefahren und deswegen, ja, ich fahre Bus tatsächlich, ich bin ein Busfahrer. Also, ich spiele das ganze Ding sogar in Real Life. Ich bin so cool. So, Vollzeitfahrzeug, Mercedes-Benz Citaro. Wir setzen es mit rein und hüpfen ganz kurz rüber zur Haltestelle. Hafen Pier 3. Brauchen wir. Genau. So. Das heißt, einmal kurz die Schnellreise runter zu Pier 3 machen. Und dann geht's auf die Strecke. Warte mal. Mercedes. Ach, ja, immerhin. So. Wie verarscht jetzt gerade? Die Säcke stehen natürlich auf der anderen Runde, auf der anderen Seite. Das Schöne ist an dem kleinen Bus hier, den kannst du einmal kurz in einem Rutsch rumziehen. Wir haben zwei. Wir haben einen Zahltag, wir haben zwei. Wir haben den Zahltag schon hingekriegt. Okay, geil. Nicht schlecht. Gut. Derjenige hat dann schon den Zahltag kriegen. Das wäre diese Zahltage ist das geringste Problem, das muss ich so, muss ich sagen. So, erstmal ist die nächste Aufgabe, oder ist unsere Aufgabe, jetzt den Hafen hier hoch auf 3 zu bekommen. Ich bin auch so jemand, ich fahre gerne bei fast jedem Wetter mit aus dem Fenster. Ich liebe frische Luft. Ich bin auch heute bei dem Wetter mit aus dem Fenster gefahren. Bohnenschwarm. Okay. Sehe ich mir mal an. Klingt spannend. Wahrscheinlich werden wir sie eher ein, zwei Mal fahren müssen. Wenn wir den Hafen hochkriegen jetzt, aber sind beide schon auf 2. So viel ist es nicht, sind nur um 3-4 Haltestellen. So. Was habe ich also mir da weg? Ich habe jetzt extra nur die Haltestellen eingebunden, die noch nicht auf 2 sind. Ich habe gehört, dass Opa Sonnleitner und Opa Mautner letzte Woche auf der Straße getreten haben. Okay. Eine Fahrkarte bitte. Ja, ich will auch ganz kurz was trinken. Was willst du haben überhaupt? Oh nein, mein Flug hat Verspätung. Ich werde nicht rechtzeitig zur Besprechung kommen. Oh nein.
also 1,80 Euro zurück. Hallo. Hi. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Du siehst aber nicht aus wie ein Senior, mein Freund. Will da jemand ein bisschen Rabatt schnurren? Aber gut, ich kann von Opa sein. Opa, Oma. Wie auch immer. Oder Mutter, Vater, wie auch immer. Ja. Er der Fall. Hat immer Senioren, ne? Warum? Also günstiger, ja? So. Ich werde dann, glaube ich, gleich doch mal... Hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt? Ich könnte ja tatsächlich noch mal in einem meiner Busse... Doch, wir machen es anders. Um die Mission ein bisschen abzuschließen. Ich habe ja die Route erstellt. Wir brauchen sie jetzt. Ich fahre sie jetzt kurz durch den Hafen durch, zu Ende. Und dann fahre ich, dann baue ich doch mal eine Route, die durch den nordischen Hafen ein bisschen umgeht, damit wir so ein Ziel ziemlich aufgewertet bekommen, damit wir es hinkriegen. Oh, da. Weil es geht jetzt nicht um diese Route hier, dass wir die fahren müssen. Es geht jetzt rein erstmal nur darum, den Hafen auf 2 zu bringen. Der ist es jetzt erstmal nicht. Ich habe auf 2 Jahren aber die Mission abgeschlossen. So. Die Hafenverwaltung. Sie dürfen ruhig einsteigen. Ich weiß sie nicht. Ich unternehme gerne lange Spaziergänge. Du willst dich grundlos. So. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So. Oh, ich war schon eine ganze Weile nicht mehr tanzen. Gehen wir ins alte Sägewerk heute Abend. Der Bus endet sogar im alten Sägewerk. Das heißt, ihr könntet tatsächlich sogar hier durchfahren. Meine Frau und ich sind in weniger als 2 Tagen von Oakville nach Sonnstein gewandert. Ich muss mal kurz hier die Nervensäge ein bisschen schütteln. Hey. Ich muss einen Termin für meine Massage machen. Mein Nacken. Au! Oh, na klar. Hier. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Einen Augenblick. Ah, hier ist sie. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Krass, okay. Wir haben keinen einzigen Schwarzfahrer dabei. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte gerade mindestens einer hätte so eine gültige Fahrkarte, aber tatsächlich sind alle mit einem gültigen Fahrticket ausgestattet. So, fahren wir runter zum Müllhafen. Das
Das ist dieses kleine Schwänzchen, was da unten so mit dran hängt. Es ist so viel einfacher, mit dem Bus zu fahren. Also bei den Rollern und Straßen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon eine Aufwertung kriegen. Ich würde es feiern. Natürlich noch nicht. Aber ich kann mir erstmal fahren. Ich kann sagen, einfach mal fahren, dann ist es zügig erledigt. Wie gesagt, ich werde nachher nochmal eine Route einbauen. Weil hier die Müll verloren jetzt und dann schicken wir den Bus auf die im NPC auf die Reise. Das geht ja wie gesagt nicht um die Route, das geht mal. Nur aufs Aufwerten. Wenn ich jetzt immer wieder fahren ist, die gleiche ganze Route. Ich glaube, das wird irgendwann einfach zu lange mit der Folge. So, nächste Haltestelle Ölhafen Nord. Und ja, ich kriege die Meldung. Sehe die Meldung. Eigentlich hat er Pech gehabt. So, wir laufen Nord. Ich gehe mal wieder, ich komme jetzt so frei und überhole mal hier gerade. Nord. So. Zahltag. Dann ist wieder 40.000. So, ich mache mal kurz mich hier weg. Ich kaufe einen neuen Bus. Und dann geht's auf eine neue Route. Ich baue die Route kurz eben auf. Wie gesagt, wir wollen ja nur den Hafen. Jetzt? Hafen. Verwaltung. Ich muss jetzt die Haltestelle nochmal. Warte mal. Hafen, Hafen, Pier 1. Hafen, Hafen, Pier 1. So, schöne Reise. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Lass mich raten, ich muss jetzt warten, bis mein Bus kommt. Hier ist noch keine drin. Dann ist sie hier. Jo. Moinsen! Ah, toll! Danke! Ich mache das jetzt gerade noch einmal ein bisschen, damit ich muss jetzt tatsächlich doch immer wieder fahren. Weil ich kann jetzt keine neue Route einbauen. Ist aber war nicht tragisch. Dann kürzen wir das ganze Ding einfach ab und fahren wir sie nicht in den Hafen. Hafen, Hafen, Hafen. Pier 3. Oh, das hat sie gemeint. Nächster Halt. Wir müssen nämlich den Hafen jetzt auf 2 kriegen. Ja, du kannst jetzt auch fahren, jetzt bist du einfach draußen. Ich wandere gerne nach Sonnstein und in den umliegenden Wäldern. Ich könnte jetzt ein bisschen höher werden, aber wie gesagt, das ist das Prinzip dahinter. Nichts anderes. Ich habe jetzt die rote Rezepte Haltestelle gestellt, also die hat jetzt 11. Aber ja, und jetzt müssen wir wieder nur den Hafen aufhören. Dann aber ist diese Mission auch erledigt. Dann ist es durch. Und dann kriegen wir wieder einen Bonus. Ich hoffe, ich kann unser Glück schon. Vielleicht einen kostenlosen Bus, das wäre cool. Das würde mein Budget ein bisschen entlasten.
wie gesagt, wir werden jetzt nur Thema Hafen. Mehr brauchen wir nicht. Alles andere ist jetzt erstmal Pipi. Ist jetzt erstmal geschenkt. Das nenne ich präzises Fahren. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir die aufbauen. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, das ist ein deutscher Fahrer. Den habe ich jetzt gerade mal kurz mitgenommen. Also, wie gesagt, wissen Sie wahrscheinlich schon ein paar Mal. Einfach mal fahren. Fahrkarte, bitte. Ah, jetzt geht er still. Nur hin, bitte. Okay. In der letzten Wanderung habe ich Herrn Rickels gesehen. Ich wollte gerade sagen, du willst auch noch mit oder nicht? Und dann kann ich schon mal vorne hier die erste Tür. Zumachen. Dann die zweite Tür direkt hinterher. Ich weiß auch nicht, wie viele Missionen insgesamt dieses Ding hier hat. Wir sind jetzt bei Mission Nummer 5, 6 sind wir gerade. So, während jetzt hier die Dame mal kurz über die Links geht, ich gehe mal kurz jemanden wecken. Du? Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst mal schön stehen bleiben, ich habe hier Vorfahrt. Was? Nein, ich hatte keine Vorfahrt. Ich war wirklich tatsächlich, weil ich mal kurz was im Auge hatte, dann habe ich das spät gesehen. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen durch den Hafen her, wie gesagt, ich kann leider keine neue Route erstellen. Wir sparen unser Geld auch gerade ein bisschen. Ich denke mal mit dem Geld, das kriegen wir alles schon hin. Das war am Anfang ja genauso, da haben wir auch viele Probleme gehabt. Ich könnte auch in Negative gehen, aber warum auch immer. Soll ich das tun? Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal müssen wir, glaube ich, noch dann. Haben wir sie. Dann dürfte es fast jede Haltestelle sein. Weil umso häufiger wir so fahren, umso höher. Ich möchte zu Ihnen, der Leidenschaft gesprochen haben. Nur hin, bitte. Ja. Danke. Hey. Eine Fahrkarte, bitte. Du, die letzte will doch noch haben. So, okay. Ja. Wenn ihr mal kurz auf die Dings guckt, auf die Haltestelle, seht ihr ja unten, wie hoch die, was aufgewertet ist. Ja, die dauert noch ein bisschen, die 4-3. Und das, wenn die nicht hochgeht, wichtig ist, dass man den Hafen auf 2 aufzuwerten. Und alles andere kommt dann so ein bisschen nach und nach. Ja. Bitte passen Sie auf. Ich war gerade erst im Krankenhaus. Ich möchte nicht schon wieder. Ja, das war auch keine Absicht. Der ist ein bisschen blöde rausgefahren gerade. Oh, ich glaube, ich habe da gerade ein Schild mitgenommen. Der hat sich ein bisschen da. So, alles klar, egal. Kommen wir runter zum Müllhafen. Hallo?
Los, 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 los und gleich schon meine Freunde. Scheint das irgendwo nett zu sein, wenn ich das Board alle hier auf diesem, auf dem Weg hier. Ich lösche, glaube ich, gleich die Route, baue ich nochmal neu auf. Nicht nerven. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Von Sonnstein aus kann man bis ins Tal sehen. Danke. Kein Problem. Hi. Hallo. So. Danke. Kein Problem. Gut, nächste Haltestelle ist dann noch der Larven Nord und dann hätten wir sie. Sowas gemacht. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Sieht nicht so riskant, aber egal, ich habe es gerade zu warten. Ach, ich muss meine Mutter anrufen. Sie schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Und schon wieder hier. Bam, 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 bam. Spawnen sie alle. Sie haben die Katze an der Universität Schrödinger genannt. Ja, ja, moin. Ich wäre schön, wenn sie nicht alle gleichzeitig, wenn sie nicht alle neben mir stehen würden. Wie kriegen wir, nur so ein Interesse halber, wie viel kriegen wir jetzt eigentlich pro Haltestelle? Hallo, eine Fahrkarte. Ja, mittlerweile pro Zahltag. Ja, 16.000. Geil, ja. So, ich verpiss mich mal hier wieder. Sehen wir, sehen uns in der. So. Ich lösche die Route hier. Hm. Ja nicht. Was soll eine Bushaltestelle ohne Bus? Keine Ahnung. So, ich baue nochmal eine neue Route auf. Geht jetzt eh nur zum Aufwerten hier. Das ist die alte Stelle, ja, tatsächlich. Ja. So. Genau, zu der OK. So, hüpfen wir mal kurz. 4-3. Schnell Reise. So, ich muss jetzt kurz hier rüber. Ich vermute, dass hier der Bus hält. Nö, dann sind wir schon auf der richtigen Seite. Moinsen! Hi Chef, möchtest moin, moin. Du übernehmen? Ja, geil. Ich habe hier drei, das Einzige, was ich jetzt ein bisschen Sorgen machen würde, aber das kriegen wir hin. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Hier vorne ist ein kleiner Verkehrsstau. Wenn ihr euch das mal ein bisschen organisiert bekommt da vorne, dann könnte man nämlich auch durchfahren. Aha, das sagst du schon.
bin mal so frei und zieh mal durch gerade. Macht man normalerweise nicht, ist mir aber gerade egal. Aufwerten, das dauert halt immer alles ein bisschen. Ich will jetzt natürlich nicht jetzt direkt schon wieder die Folge abbrechen, aber eigentlich ist es ja klar jetzt, was zu tun ist. Auch wenn er nicht... Eine Fresse. So. Kommt mit der Lagerhalle. Ja, jetzt müssen wir eigentlich relativ zeitig. Ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen. So, die haben wir jetzt auch drin. Nehmen wir die mal raus hier. Die. Nehmen wir die komische Lagerhalle mal raus. Nach meinem ersten Jahr bei Wachowski habe ich sogar meinen eigenen Parkplatz bekommen. So, Seniorenticket. Ich mache jetzt natürlich wieder die, das Gleiche, was ich bei damals bei dem Aufwerten der Haltestellen in Angel Shores gemacht habe. Eine Fahrkarte bitte. Ich nehme jetzt wieder Haltestelle nämlich raus aus der Route, dann kann ich immer wieder die gleiche fahren müssen. Danke. Ja. So, du willst ein Senior-Ticket, du willst weitermachen. So, du willst auch Geld, ne? Tschüss. Ciao. So, nächste Autostelle ist die Hafenverwaltung. Gut, es sind jetzt eh ein paar Haltestellen, die noch aufgewertet werden müssen. Ja, dann drück doch früher. Wir sind gerade von der Haltestelle weg. Jetzt sagst du, Haus soll ich. Geht sich überholen, nee. So geht das aber ja nicht, mein Freund. Das ist jetzt schon wieder so früh am Anfang, um jetzt weiterzumachen. Wir müssen jetzt, also die Mission was abschießen, dann kriegen wir einen Bonus. Ich weiß noch nicht wie viel, aber dann schon sagen, wir können wieder einen neuen Bus kaufen. So, dahin ist die Hafenverwaltung. Eine Fahrkarte. Nehmen die Hafenverwaltung mal raus. Verwaltung. Was war das? 1, 2, 3. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. So, also ihr wisst, wie es läuft. Ich mache hier kurz einen Break, falls die Folge doch zu kurz wird. Ja, kurz genug wird, nehme ich es ja mit rein. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem Aufwerten des Hafens. So, eventuell noch in der letzten Folge. Ansonsten sind wir herzlich willkommen zur neuen Folge von Simulator.
21. Wir waren bei 35 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie schnell wir jetzt hier das Thema Aufwerten reinkriegen, durchkriegen. Man sieht, es ist halt irgendwo. Wir müssen jetzt im Hafen erstmal auf 2 bringen, damit wir die Mission zur See abschließen können. Dann kannst du hier mal einen schönen Bonus. Was haben sie uns versprochen? Was ist es? Schauen. Ich hoffe, dass es eine ordentliche Stange Geld ist. Oder was Schönes. Ein schöner Bus, den wir uns ausruhen. Egal welchen, würde ich mir wahrscheinlich wieder einen Gelenkbus holen. Aber gucken wir mal. Luft mal hier rein in die Muffbude. So. So, da sind wir schon wieder. Zahltag, ne? Scheiße. Ich dachte jetzt gerade, wir haben tatsächlich jetzt hingekriegt einen. Hi. Nochmal eine. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Haben die Mission gelöst. So, 3,80 Euro. War zu schnell. Zu schnell. Schon passt zurück. So, jetzt haben wir noch bei den Ölhafen, Mann, und dann geht's zurück zum. Ach, wir haben ein bisschen durchgewechselt, ja. Gut, okay. Fußgänger habe ich fast gar nicht gesehen. Das wäre fast die ersten 20.000 gewesen. Aber wir verdienen schon so ein bisschen, ne? Wir sind jetzt mal so 16.000, 17.000. Pro Zeittag ist natürlich nicht die obermiese, fiese Riesensumme. Aber ist egal. Fehlt uns jetzt da noch überhaupt? Hafen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Pier 3. Aber eigentlich sind wir. Ölhafen. Mist. Ölhafen. Also, wir haben ja beide. Ob sie die beiden haben, was ist? Warum sind die beiden Habers eigentlich auf 1 erst? Wir haben jetzt die Mission. Wir haben ja die beiden Habers jetzt schon auf 2, ne? Oder müssen wir tatsächlich jetzt. Wie lange ist da so weit durch? So. Ölhafen Nord ist die nächste Haltestelle. Ich bin mal so frei. Wie gesagt, wir haben sie.
Da sind ja eigentlich schon alle komplett auf. Aufgewertet. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich hatte bei der historischen Tour von Oakville nach Sonnstein eine tolle Zeit mit meiner Mutter. So. Wundert, dass ich jetzt die Mission nicht abschließen konnte. Öhlhafen Süd nochmal. Zugeben gerade, ich sehe nicht. Man macht es in der Busimulator, haben die Leute doch zwischendurch mal Müll liegen gelassen. Das tun sie hier ja nicht. Hallo. €3,20 wieder. Tageskarte. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Nein. Durch den neuen Flughafen kann ich zum Urlaub überall hin. So, die Lagerhallen, die habe ich eigentlich rausgenommen, die nehme ich jetzt wieder mit rein. Habe ich jetzt mal bewusst mal wieder mit reingenommen. Ich scheitere tatsächlich jetzt tatsächlich an diesem Scheiß unten an der Süd. Als ich klein war, habe ich jeden Tag vom Mountain auf frische Milch gefunden. Nur noch vom Jazz-Festival. Ich sollte Karten besorgen. Ich bin ein Lacrosse-Dad. Das ist wie eine Fußballmama, nur statt dem Wagen nehmen wir den Bus. Bevor ich Gott sei Dank schon die Haltestelle. Ich hoffe, dass wir die gleich aufwerten, wenn ich mit aufwerten sind. Das hat sie gemeint. Nervig ich gerade so ein bisschen, dass ich die, dass da unten jetzt gerade nicht der Hafen mehr aufgewertet wird. Allein hier ist er oben auf 2. Aber vielleicht muss der Ölhafen extern noch aufgewertet wird. Oh, perfekt geparkt. Ja, der ist ja auf 2. Genauso wie das Ding hier. Ich bin vor ein paar Jahren auf den Berg gestiegen. Die Aussicht war wunderbar. So.
Das ist jetzt immer noch dieser. So, dann fahren wir. Ich bin an der Halle wieder vorbeigefahren, ich habe nichts gemacht. Ich habe meinen Mann überredet, zur Insel von Winter der Leidenschaft zu fahren. Ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. Wieder hier diese scheiß Staus. Hallo, könnt ihr mal weitermachen? Dankeschön. Ich kann also jetzt tatsächlich hier an dieser scheiß Mission festhängen. Das ist jetzt Bier 3, ne? Das ist ja noch nicht aufgewertet. Okay. Bier 3, vielleicht kannst du daran scheitern tatsächlich so ein bisschen, oder? So, da vorne ist die Haltestelle. Der Pier 3. Fahrkarte, bitte. Das ist tatsächlich der Pier 3. Der ist, glaube ich, gerade so also ein bisschen scheitern lässt. Vielleicht ist das nur ein Übersetzungsfehler. Das heißt, werte alle Haltestellen im Hafen mindestens auf 3 aus. Der Gegend an den Mauchnerhof. Es ist so friedlich. Das kann natürlich auch der Grund sein. Das würde ich zumindest erklären. Ich habe gehört, Wachowski Industries ist ein tolles Unternehmen. Ja, scheißegal, es geht jetzt ums Aufwerten und nicht um irgendwelche Zeiten einhalten. Ja gut, dann ist es halt jetzt eigenständige Folge. Ist es halt so. Aber ihr wisst, wie gesagt, um die Mission in einem Hut zu fahren, einfach Thema Hafen aufwerten. Ich hoffe, dass es dann, wenn ich es jetzt einmal durch habe. Nervt mich gerade so ein bisschen. Ich bin nicht falsch in einmal schon überfahren, eingefahren, ich bin überholt. Ich habe einfach jemanden überholt, der mir gerade besonders gesagt hat. Boah, das war Glück, dass ich die nicht erwischt habe, ey. Die ist aber wirklich auch im letzten Moment. Ich meine, ich habe jetzt unabhängig davon, ich habe natürlich jetzt geholt, aber
Ich habe jetzt nicht gesehen, die hätte ich fast erwischt. Da habe ich gedacht, okay, die hast jetzt raus, voll vorne mit der Ecke weg. Oder? Die hatte keinen Bock zu fliegen. Die Stadt Aufgabe geschafft. Endlich den zentralen Omnibusbahnhof wieder so, Mission erledigt. Kann nicht mal weiter zu den Fahrten. Wenn der Startschuss fällt, wird hier in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen Sie bald zu. Gut. Liebe Leute, wir machen hier einen kleinen Mini-Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Bus Simulator 21. Und dann geht es weiter mit der Mission gut angebunden. Was eigentlich kein Problem ist. Wir brauchen einen Soundtracker von der Route zwischen ZOB und Harbor, ZOB Siegwallen und Opel, ZOB Schafetterfield und Astra Park. Also das ist eigentlich kein Problem. Die kriegen wir schon ohne Probleme hin, die Zeittage. Und ob wir das schaffen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Morgen um 16 Uhr. Bis dahin. Und ciao.